verwendet. Schönen guten Tag, Shadowraiser. Jetzt kommt das Gemeine aber. Diese Aliens werden weder zu uns, noch wir werden zu den Aliens kommen. Warum? Ganz einfach. Die höchste nennbare Geschwindigkeit im Universum, also des bekannten Universums, unser physikalischen Verständnis, ist die Lichtgeschwindigkeit. Das Problem ist, diese Lichtgeschwindigkeit werden wir nicht erreichen. Ja? Das ist nämlich die andere physikalische Sache wieder dahinter. Aber es wird diese Planeten existieren. Die einzige Chance ist, dass man vielleicht mal ein Signal auffangen könnte. Und da ist wieder das nächste Problem. Wann wird hier gesendet, wann empfängt man? Da liegen erstmal große Weiten drinne. Das heißt, das Signal wird schwacher und schwächer. Ja. Das ist ja 3 im Quadrat Abnahme von elektromagnetischen Wellen von der Quelle. Dann gibt es Interferenzen, Störstrahlung, Hintergrundstrahlung und so weiter. Naja, man könnte sich an die Lichtgeschwindigkeit nähern. So, ich glaube, ich habe ein Geräusch gehört. Nö, es ist ruhig. Man könnte sich ja queren. Weißt du, wie viel Energie du dazu brauchst? Weißt du, wie wenig Masse du damit beschleunigen kannst? Weil diese Masse ja dann nachher immer größer wird. Mit der zunehmenden Beschleunigung. Ne? Die Masse ist das Problem. Ne? Masseloses ist das Beschleunigen kein Problem. Aber sobald du Masse hast, dann hast du ein Problem. Ey, geiles großes Feld. Schön, dass ich mal einen anderen Weg gegangen bin. Dann sehen wir mal andere Orte. Irgendwie erinnert dieser Hügel mich an DayZ. Shadowraiser hat sie hinzugefügt zu seiner ihrer Freundesliste. Shadowraiser, Freundesliste bitte immer nur machen, wenn was Spezielles damit verfolgt wird. Ne? Weil sonst habe ich nachher eine ziemlich lange Freundesliste. Es ist sehr nett gemeint. Aber meistens habe ich jemand auf der Freundesliste, der entweder A, mich supportet, sprich, der will mir irgendwie einen Gamekey zuschicken oder sowas. Oder es sind irgendwelche anderen Streamer oder YouTuber, mit denen ich dann auch Projekte mache. Also Let's Plays oder bei Twitch was mache oder so. Ja. Das sind aber eigentlich so die Leute, die eigentlich hauptsächlich auf der Freundesliste sind. Jo. Sonst habe ich nachher keine Ahnung, wie viele Freunde. Und ich denke mal, es gibt auch eine Begrenzung bei Steam. Ich weiß gar nicht, wo die liegt jetzt bei mir. Weil je höher man den Level hat, umso höher wird die irgendwie. Und dann komme ich. Genau. Kidea kommt auch noch, genau. Ja, der gute Kidea. Irm ist auch ein ganz toller Spieler. Ha? Er spielt Kirby Space Program zum Beispiel auch. Und bei ihm gibt es ein paar Explosionen mehr. Der macht mir so auf Michael Bay. Raumfahrt mit Michael Bay. Ja. Aber wie gesagt, also ich denke schon mal, dass die Chance ziemlich hoch ist, dass es raumfahrende Völker gibt. Lel und auch bald kreativ. Genau, bald auch kreativ. Was ist Lel? Lel weiß ich jetzt gerade nicht. Die ich eben auch mal gejoint habe. Aha, okay. Gut. Das müssen wir mal gucken. Wo kommen wir eigentlich hier raus? Jetzt sind wir schon ziemlich hoch. Ach, ein LOL mit E. Aber LOL spiele ich doch gar nicht. Spielst du LOL? Er streamt LOL und kreativ bald. Ja, so entstehen Gerüchte. Wobei ich spiele sowas ähnliches wie LOL, ha? Paragon, ha? LOL selber habe ich nie gespielt, oder dieses andere auch nicht. Obwohl, meine Qualitätssicherung sagt mir gerade, ich habe wohl doch League of Legends gespielt. Ganz kurz. So ein Stündchen oder so.
Cool, Kidea. Ich schaue auch gern kreativ. Ja, das mache ich auch. Ich spiele nie LOL. Okay. Wobei, früher habe ich ganz viel LOL gespielt. LOL 1, LOL 2 und LOL 3. Jetzt fragt sich der eine oder andere, was meint der für ein Spiel? Und zwar Lands of Lore. Genau. Das wurde ja auch LOL gekürzelt. Ne? Wer jetzt nicht LOL kennt, also Lands of Lore, der sollte es mal unbedingt mal gucken, ob er über Good Old Gamings rankommt. Es ist ein sehr schönes Spiel. Ist zwar in die Jahre gekommen. Das andere heißt Dota. Okay. Aber das habe ich noch nicht mal angefasst, Dota. Ah, ja, ja, ja. Daumelkäfer, Hallöchen. Mensch, das fühlt sich wieder so ein bisschen. Ja, mal schauen. Gitarre, Bastelgedöns, Zeichnen und 3D-Modellieren. Also wenn du Gitarre machst, dann bin ich auf jeden Fall dabei. Bastelgedöns, da bin ich gespannt dann. Zeichnen weiß ich ja ungefähr, was mir erwartet. Aber so Gitarre und Bastelgedöns, dann bin ich richtig gespannt dabei. Also da wäre schön, wenn du mir dann so über Steam für mich dann auch eine PM hinterlässt, wenn du das dann mal machst. Dass ich das auf keinen Fall verpasse. Am besten immer einen Tag vorher, da sie mich psychologisch darauf einstellen kann. So, erstmal wieder ein bisschen was zum Essen. Der Magen, der knurrt ein bisschen. So, na, ein bisschen näher noch. Okay, gut. Wunderbar. Ah, da glitschen wir. Seht ihr, da ist noch der Baum unsichtbar da. Ja, mal schauen. Morgen vielleicht. Na, hoffentlich, dass es so eine Uhrzeit ist, wo ich dann selber kann. Weil, wie gesagt, tagsüber mache ich dann ja Aufnahmen. Und abends muss ich mal gucken, ob ich ja selber noch was anschmeiße. Cool, bin ja schon Follower von dir, Kidea. Ah, okay. Ja, man kennt sich. Die Welt von Twitch ist ziemlich klein eigentlich. Die teilt sich eigentlich in zwei Lager auf. Die ganz großen, wo sehr viele halt Follower sind, außer ich. Und die kleinen, wo ich dann gerne dabei bin, wo ich selber mir die Leute eher in die Bookmarks reinschmeiße erstmal und dann eine Weile zugucke. Und irgendwann fange ich dann halt auch bei den Leuten zu chatten an und so. Heute ein Stego. Ja, heute ist Veggie Day. Steht oben in der Beschreibung. Einfach mal gucken. Das heißt, wir gucken, dass wir mit den Stego ein bisschen noch rummachen. Und dann werden wir dann auch bald den nächsten Veggie machen. Ich hoffe, dass der gute Ragnar noch ankommt. Das ist ja die Hoffnung. Wir wollten eigentlich heute theoretischerweise zu zweit was machen. Aber der gute Herr hat irgendwie Besuch bekommen. Und die Dauer des Besuches sagt mir, es könnte wirklich, wirklich Damenbesuch sein. Ach komm, Exos, du hast mich instant gemocht. Ja, Kidea, das wollte ich jetzt nicht so sagen. Du weißt, das bringt mich in Verlegenheit hier. Also, eigentlich, ja, so kann man es sagen. Ja. Mann. Aber es lag an deinem Skill. Den fand ich so toll. Die ganz tollen Raketen, die du gemacht hast und so. Ne? Diese Spezialeffekte, diese Aufwendigkeit der Produktion, weißt du? Also, das hat mich überzeugt. Da blieb mir nichts anderes übrig, als unten auf das Herzchen zu drücken. Ne? Liegt da etwa Liebe in der Luft? Na, Gamer-Liebe. Da geht's nur um Zocken, das ist rein platonisch. Ja, so ist das. Die Zocker unter sich. So, schauen wir mal, wie viel sind... Wo sind die Spieler geblieben? Wo sind die Spieler geblieben? Ich laufe hier lang und hoffe, dass ich vielleicht mal nochmal irgendwie eine Begegnung bekomme. Mich mag niemand. Warum sollte dich niemand mögen? Das verstehe ich jetzt nicht. Ha? Das kann ich jetzt gar nicht verstehen. So, dann hoffen wir, dass wir gleich nochmal einen Kontakt kriegen. Ansonsten müssen wir dann nochmal gucken, dass wir vielleicht Selbstmord hinkriegen und dann machen wir einen Wechsel. Naja, ist ja so mehr der Streaming-Papa, aber manche könnten jetzt sagen, da schließt sich der Kreis. Stimmt, Streaming-Papa wurde ich auch schon oft betitelt und oft wurde ich auch schon als der Twitch-Opa betitelt.
Und weil ich ja der Twitch-Opa bin, habe ich ja damals auch mal immer öfters diese Stimme verwendet, ja. Und früher war eh alles besser gewesen. Da haben wir noch in Schwarz-Weiß getwitcht. Das waren Zeiten gewesen. Da hatten wir noch den Volksempfänger, ja, ja. Ja, so in der Art. Das einzige große, wo ich Follower bin, sind die Rocket Beans. Das ist irgendwie ein Trend, der total an mich vorbeigegangen ist. Die Rocket Beans. Das ist total an mich vorbeigegangen. Na, und als Gronkh. Okay. Jo. Es ist typisch große, was man kennt, wa? Gronkh, Rocket Beans. Ja. Das Übliche, ha? Können die was, die Beans? Keine Ahnung. Soviel ich weiß, also wenn ich mal ganz kurz reingeschaut habe, haben die auf dem Sofa gesessen. Also so ungefähr wie ich. Nur, dass die da zu zweit auf dem Sofa sitzen. Deshalb nennt sich das ja auch Rocket Beans, also Mehrzahl. Die haben sich, glaube ich, da sehr lieb auf dem Sofa. Ja, aber bei den Beans ist so Nostalin-mäßig. Wie spielen die alte Spiele? Wegen Simon und dem alten Giga-Team. Was für ein Giga-Team? Die sind da ja fast alle. Aha, okay. Giga-Team. Haben die mal so ESL gemacht oder was ist da? Klärt mich auf! Nee, das klang jetzt falsch. Das war wie, ruft mich an! Oh mein Gott, ey. Auch nicht wirklich besser. Ja, das alte Giga-Team. Das wurde jetzt aufgelöst. Demnächst das Mega-Team. Ja. Giga, Mega, Ultra, Hyper. Ich weiß aber mal, Hand aufs Herz, ein paar von denen waren ja echte Bananen. Aha, okay. Und da war die Stimme wieder. Welche Stimme? Game One Crew. Aha, Game One. Game One. Game One, Game One, Game One. Sagt mir irgendwas. Ich komme gerade nicht drauf. Irgendwas sagt mir das gerade. Game One, Game One. War das so ein Spiele Online-Magazin oder irgendwie sowas? Nostalgie, meinte ich. Ja, Giga war doch der erste richtige Gamesender. Aha. Ein Gamesender. Die G-Stimme. Ja, Daumelkäfer. Die Damen haben den G-Punkt. Ich habe die G-Stimme. Oh Gott, ey. Das ist ganz übel. Und Game One war danach eine Zeit lang auf MTV. Okay. Für MTV bin ich, glaube ich, zu alt mittlerweile. Bei MTV eine Gaming-Sendung. Aha, 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 aha. Okay. Das Einzige, was ich noch von MTV kenne, und das ist aber schon lange her, das war Alan Flux gewesen. Da war irgendwie so eine Braut. Das war auf Englisch. Und die hatte irgendwie irgendwelche komischen Geheimaufträge. Und irgendwas war da, hat die immer gelöst oder so. Und das war teilweise sehr abstrus gezeichnet. So. Das ist, was ich irgendwie noch erinnere. Und ganz ursprünglich war ja MTV eigentlich auch meine Musiksender. Die haben mal Musik gebracht. Deshalb heißt es, dafür steht ja auch das M eigentlich. Musik Television. Und dann haben die nachher irgendwie gar keine Musik mehr gebracht. Die haben nur noch irgendwelche komischen Dinge gebracht. Werbung und Call-In-Sendung. Ne? Ich werde ihn nur noch G nennen. Und nicht krank. Die zocken aber auch alte Games. Ja, alte Games sind doch schön. Gibt's sogar eine Retro-Ecke. Also alte Games finde ich generell, da gibt's ganz tolle Titel eigentlich. Ich habe sogar auch mal überlegt, ob ich mal vielleicht mal so ein alte C64er Spiel spiele oder so. Habe ich sogar wirklich mal drüber nachgedacht. Stellt sich nur die Frage, welches sollte eins mit ein bisschen Handlung sein? Ja? Vielleicht Bard's Tale oder sowas. So ein schönes Adventure, so ein altes. Oh Mann. Das gute alte Bard's Tale.
Also ich finde, kann man ab und an gut sehen.